So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hogwarts Legacy. Wir haben in der letzten Folge, also entweder war es eine Nebenaufgabe oder wir sind hier umherstolziert. Ich glaube, das bitte mal. Keine Angst, ich finde schon eine Warum sind da diese Fledermäuse? Sind die auch nur irgendwo anders? Ne, die sind nur hier. Also dort und... Und ich glaube, dort sind die gewesen. Aber egal. Die sind noch dort da. Ja, also entweder waren wir in dem Depulso-Rätselraum oder haben eine Nebenaufgabe abgeschlossen oder haben einfach die Gegend erkundet. Eins von den drei Sachen muss es gewesen sein. Ich kann mich leider nicht mehr dran erinnern, weil... ach, hier sind die. Warte mal. Uno Momento, warte mal. Mal was gucken. Können wir die irgendwie abschießen? Warum glitzern die so extrem? Das macht mich voll kirre. Okay, dann hast du wahrscheinlich keine größere Bedeutung. Ja, und in der heutigen Folge werden wir uns mit einer Nebenaufgabe in Hogsmeade beschäftigen. Mit dem guten Garnuff. Also F. Hallo. Stimmt etwas nicht? Und ob? Mein liebes Mondkalb Biscuit wurde von Wilderern im Norden entführt. Teuflische Unholde. Ich wollte mich wehren, doch ich hatte keine Chance. Das mit Ihrem Mondkalb tut mir leid, Mister. Ja. Garnuff, bloß Garnuff. Ich bin nur ein einzelner Kobold, nicht mal besonders mutig. Oh Gott, der Arme. Ich habe keine Chance gegen eine Bande elender Wilderer. Oh, meine arme Biscuit. Ich kann nur hoffen. Vor allem Daumen nach oben, ja. Warum sind Wilderer hinter dem Mondkalb her? Warum haben die Wilderer Biscuit entführt? Ich weiß es nicht. Mondkalbdung ist der ideale Dünger für Zauberpflanzen. Ist das die Stimme vom Sebastian? Die Wilderer begnadete Gärtner sind. Doch, das ist die Stimme von Sebastian. Wer weiß, was sie dir antun? Sie könnten sie auspeitschen, häuten, ausweiden und ausstopfen. Also nur ein bisschen anders. Nehme ich an. Oh, Biscuit. Warum haben sie den Mondkalb als Haustier? Ein ungewöhnliches Haustier. Warum haben sie sich Biscuit ausgesucht? Sie folgte mir eines Abends, wich mir nicht mehr von der Seite. Ich wollte eigentlich nie ein Haustier, aber jetzt kann ich mir kein Leben ohne sie vorstellen. Mondkälber gelten oft als dumme, einfältige Kreaturen. Die sind voll niedlich. Biscuit hat mir echten Charakter gezeigt. Ja. Ich würde sie weder gegen Hippogreif noch Hornschwanz tauschen, nicht mal gegen eine Gans, die goldene Eier legt. War das nicht Hans im Glück? Nee, es gab doch irgendein Märchen mit einer goldenen... Ja, die goldene Gans, ne? Die hat ja dann goldene Eier gelegt, oder? Ich glaube, als kleines Kind habe ich das immer so uninteressant gefunden. Da habe ich mir die Geschichte oder das Märchen überhaupt gar nicht durchgelesen. Aber ich werde mich umsehen. Ich werde mich nach dem Mondkalb umsehen, Garnuff. Danke. Wären doch nur alle Hexen und Zauberer so nett zu Kobolden. Wenn sie sie sehen und zu mir zurückbringen, belohne ich sie auch für ihre Mühen. Das wäre voll nett. Halten Sie die Augen nach ihr offen. Oh, die ist ja voll niedlich. Die Wilderer sind absolut skrupellos. Ach so, warte mal. Ich sollte versuchen. Was? Was sollte man versuchen? Zu retten. Ich muss offenbar nach Norden, um die Wilderer zu finden. Ja, so. Jetzt werden wir aber erstmal kurz gucken, wohin wir da müssen. So, Weltkarte. Ach, hier müssen wir hin. Okay, gut. Und einmal hier schnell reisen zum Sumpf. Und dann schauen wir uns mal den ganzen Spaß jetzt was näher an. Werden warte mal, die hatte ich doch auch mit F und Jackie. Stecken Sie in Schwierigkeiten? Ich wurde fast von Wölfen angefallen und kam gerade. Warte mal, so mit dem das kennen wir schon. Ich muss mich besser vorbereiten. Dafür könnte ich etwas Donnergebräu gebrauchen. Warte mal. Könnte denn eine Schülerin wie Sie zufällig so etwas bei sich ich haben? Ich glaube ja. Natürlich. Ja, ich habe welches dabei. Hier bitte. Und seien Sie vorsichtig. Oh, vielen Dank. Ich wusste, Sie haben ein gutes Herz. Ich habe nur, weil ich ein Donnergebräu da habe. Ich fühle mich schon viel besser. Jetzt habe ich ja Donnergebräu dabei.
Bitte zum Dank für Ihre Großzügigkeit. Merci beaucoup, Madame. So, und jetzt gehen wir zum guten Biscuit. In welche Richtung müssen wir? In die hier. Achso, warte mal. Ich bin auch froh, wir können einfach so einen Besen nehmen. Das wäre ja ein kleines bisschen einfacher. Oh. Wilderer. Garnov hatte recht. Ich muss vorsichtig sein. Nö. Dann. Oh Gott, ich bin gerade überfordert. Ich bin gerade überfordert. Warte mal. Doch! Oh verdammt. Oh, verdammt, das habe ich nicht gesehen. In der Luft mit... Ah, nein! Das, Entschuldigung. Das ist ein bisschen länger her. Nachdem ich das letzte Mal Hogwarts Legacy gespielt habe. Oh, können wir hier repar... Nee. Können wir nicht. So. Da haben wir... Oh, ganz viele Biscuits haben wir hier. Oh nein. Oh Gottl. Die Hallo, armen kleinen Mama. Süßen Dinger. So. So. Und in die Richtung, genau. Also gut. Wer von euch ist Biscuit? Ich glaube, ich weiß, wer es ist. Nee, doch. Entschuldigung. Warte. Nein! Verdammt, ich wollte... Ich wollte klar. Warte mal, Biscuit! Warte mal, du bist ja braun. Ne? Bist du braun? Ich glaube ja, oder? Oder? Nee. Bist du braun? Ja, Biscuit ist ja bestimmt braun, oder? Ich passe auf dich auf. Oder? Gesundheit? Hä? Revelio! Und sie ist jedes Mondkalb. Biscuit ist Mondkalb. Oh, guck mal. Oh Gott, es tut mir leid. Ich hätte wirklich gedacht, das war das braune Mondkalb wegen dem Namen Biscuit. Bringen wir dich zu. Deswegen, ja, habe ich das gar nicht in Frage gestellt, dass es auch so normal ist. Oder normal aussehendes Mondkalb sein könnte. Aber das braune Shiny? Ich habe noch nie ein braunes Mondkalb gesehen. Obwohl, nee, wir hatten ja ein Was haben Sie jetzt vor? Ich habe überhaupt nichts vor. Ich möchte gerne Biscuit seinem Besitzer zurückgeben. Ich glaube, nee, wir hatten ein Shiny Mondkalb, was weiß war. Ich finde schon eine Lösung. Garnov, ich habe Biscuit gerettet. Wirklich? Ist sie verletzt? Hatte sie Angst? Geht es Ihnen gut? Uns beiden geht es gut. Biscuit und mir geht es gut. Ich konnte sie ohne große Umstände retten. Oh, ein Glück. Bei Wilderern rechne ich immer mit dem Schlimmsten. Ich kann es kaum erwarten, sie nach Hause zu bringen. Ich vermisse ihre anmutigen Tänze. Ach, so schön. Ich würde gern für meine Mühen entlohnt werden. Sie zurück. Zum richtigen Preis. Ich, natürlich, für die Sicherheit meiner geliebten Biscuit. Ich bin so gemein. Preis zu hoch. Oh, meine süße kleine Biscuit. Mein weißes, edles Mondkalb. Und hier ist Ihre wohlverdiente Belohnung. Macht das nicht für Wie ich schon Blau. Sagte, Sie haben mir neue Zuversicht in die Zaubererschaft geschenkt. Ja, Kapitalismus regelt das schon. Wir haben Sie bekommen. Haben mir einen Funken Zuversicht in die Zaubererschaft geschenkt. Biscuit und ich sind Ihnen ewig dankbar. Wie ist denn das eigentlich, wenn ich sage, Sie sind sicheren Händen, sage ich dann trotzdem, ach ja, hier für Ihre Mühen haben Sie die Belohnung.
verdient oder habe ich dann, ja, die Arschkarte gezogen, weil ich dann diese wundervolle Belohnung gar nicht bekomme. Was haben wir denn hier? Die Geschichte von Roland Oaks. Adelaide meinte, dass ihr Onkel sein Lager nördlich von Hogwarts in den Fluss... Ach so, ja, stimmt. Stimmt, wir hatten ja auch noch die Aufgabe. Ja, gut. Wenn wir die jetzt mal machen. Und ich glaube, wir hatten jetzt auch noch zwischen Irondale und Feldcroft auch noch eine eine Nebenaufgabe. Also wenn mich nicht alles täuscht. Warte mal, habe ich das jetzt markiert? Nee, natürlich nicht, weil ich dumm bin. Okay, dann nochmal auf ein neues. Jetzt. Da haben wir auch noch eine Prüfung Merlins, nicht? So. So. Achtung! Nee, ich muss in die Richtung. Ich glaube, hier waren wir schon mal, oder? Ja, ich glaube. I think so. Ob das Mr. Oaks Lager ist? Renrocks Anhänger. Wen haben wir denn hier? Ja. Oh. Sind denn die anderen Helden? Zeit herauszufinden, was da passiert ist. Oh, in das Tagebuch. So. Huch, huch, huch. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Da bin ich so schnell unterwegs. Oh, ertauben. Was auch immer das für ein Wort sein mag. Keine Ahnung. Guck mal, da wissen wir schon, wo wir hingehen müssen. Mr. Oaks Geschäftsbuch. Ja, das Tagebuch. Renrocks Bande hat sich mit einem Treffen einverstanden erklärt, aber der Gedanke daran erfüllte mich mit Unruhe. Sie teilten mir ihre Forderungen mit und gerieten in Wut, als ich Fragen stellte. Ich habe belauschen können, wie sie über ihren Plan in Kobold Gack sprachen. Sie sind hinter seltenen Metallen her, die zum Bohren verwendet werden können. Ich will sie auf keinen Fall weiter verärgern. Sie wirken ziemlich reizbar. Und dieses Geschäft ist von höchster Bedeutung für mich. Vielleicht können wir ja zu einer Einigung gelangen. Vielleicht. Laut Adelaide hat ihr Onkel über seine Geschäfte Buch geführt und Karten angelegt. Vielleicht führen mich diese Orientierungspunkte zu ihm. Ja, wir werden erst trotzdem mal hier... Genau, erstmal uns den Weg hier reinbahnen. Sieht interessant aus. Ja, das ist nur ein schlauchförmiges Gewölbe, wo wir dann in Ruhe bekommen und dann... Rebellion. Ja, hat sich die Sache auch... Guck mal, schon erledigt. So, und die hatten aber hier auch nochmal... Hallo. Na? Alles klar? Herr Kommissar? So, ups. So. Rebellion. Ja, wir nutzen gleich die Karte von dem guten Herrn. Jetzt gehen wir erstmal hier ganz gemütlich hinein. Ja, renn einfach mal durch. Egal, dass eine Teufelsschlinge gerade dort gewesen ist. Jetzt hüpfen wir noch hier rein. So, wir tauchen hier auf und haben sogar gleich die Truhe. Was nimmt man denn auch mehr? Nö. So. Da haben wir jetzt eigentlich alles, oder? Was die Gewölbe anbelangt. Ja. Wir haben auch so viele. Egal, wir werden jetzt erstmal kurz mit dem guten Roland Oaks Karte zu tun haben. Ja, guck mal. Sollen wir noch mal kurz gucken?
Revelio. Die Karte. Was ist denn hier eigentlich? Und Niffler! Diese kleine Niffler haben wir hier. Sehr schön. So. Bababam. Wir brauchen das I für Inventar. Oder auch nicht. Hier, Mondkalb. Ich hatte kein braunes Mondkalb gesehen. So, F ansehen. Also, wir müssen den Berg runter irgendwie. Und dann, glaube ich, dem Weg folgen. Die Neugier, die man dir in Hogwarts beibrachte, wird dann mal schauen, was deine Leiche in den Taschen hat. Boah, eieiei, Alter. So, das war's schon. Schön. Revelio. Oh Gott, ach, das waren die Hühner, ne? Das waren die Hühner? Ja, neue Geist, das sind Hühner. Okay, so. Was ist denn das I? Also ich weiß bei J, aber irgendwie ist J halt Aufgaben anscheinend oder irgendwas. Wir brauchen das hier. Wir müssen dann an irgendeiner alten... Was ist das hier? Ich weiß es nicht. Also mir wird er auch jetzt nicht einfallen. Ach, das waren die hier. Da hatten wir, glaube ich, diesen einen Bergtroll, ne? Der ein bisschen mit Stress gemacht hat. Aber irgendwie, ja, weiß ich gerade nicht so genau, wo wir hin müssen. Wäre halt auch cool, wenn man das einfach ausrüsten könnte. Warte mal. Ich mache einfach mal ein Foto von der ganzen Geschichte. So, wir müssen runter. Also. So, was soll man auswählen? So. Also, wir sind von da oben gekommen. Von dort oben, oder? Genau, von hier. Von hier. So. Dann müssen wir den Weg hier runter. Oder? Man kann es gucken. Mal. Was hat denn das denn für eine Form? Ne, warte mal. Ach, hier. Genau. So. Wir müssen hier entlang. Oh, warte mal. Oh, ne Momento, perfekt. Ich hole den Koboldhelm zurück. Das ist ein... So. Revelio. Was kann das sein? Ach, das ist doch bestimmt was mit der Prüfung Bernie zu tun. Eine Felsformation. Das ist das erste Symbol auf der Karte. Ach so, schön, dass mir das... Weiter zum krummen Baum. Genau. Da ist der krumme Baum. Achso, das war Reparo, glaube ich, nicht? Reparo. Genau. Ganz schwierig, Merlin. Wirklich sehr schwierig. Hätte kein einziger Ravenclaw jemals herausgefunden, wie man denn dieses Rätsel löst. Achso, oh, Rätsel löst. Reparo. So. Oh. Entschuldigung. Das war's doch. Ach nee, da haben wir noch eins. Ja, zu knifflig, Merlin. Nee, überhaupt nicht knifflig. Okay. Seit wann gibt es so viele von den... Okay. Hat sich anscheinend einiges getan.
mit dem ich das letzte Mal Hogwarts Legacy gespielt habe. Ich muss das sagen, es macht mir ja Spaß, auch wenn es wahrscheinlich nicht so rüberkommt, weil die Folgen sehr unregelmäßig kommen. Aber immer wenn ich dieses Spiel spiele, frage ich mich, warum ich so lange eine Pause gemacht habe. Rebellion. Warte mal, das haben wir noch. Hallo. So. Klar, es ist, sage ich mal, dann schon für den einen oder anderen sehr müdend, immer die gleichen Aktivitäten zu unternehmen, um halt 100% zu bekommen oder um halt den Inventarplatz zu erweitern. Aber ich finde das eigentlich gar nicht so schlimm. Und das leuchtet diese ganze Zeit. So, warte mal, der krumme Baum. Der krumme Baum könnte ja der hier sein, ne? Oder? Ist doch krumm. Warte mal. Ach, nee. Rebellion. Ein krummen Baum, wir brauchen keinen. Ach so, der krumme. Ach so. Das sieht ein bisschen anders aus, der krumme Baum. Guck mal. Wir haben auch jetzt eine andere Farbe, die Hirschkühe. Guck mal, da gehen wir mal kurz. Oh, diese Trompetenblumen sind so verdammt niedlich. Da könnte ich immer heulen, wenn ich sie sehe. Oh. Ein ne. Anhänger weniger, Renrock. Ja, bald müsste es ja gar keine Kobolde mehr geben, ne? Rebellion. So viele, wie wir von denen wieder machen. So schnell können die gerade mit der Produktion, also... Wir brauchen ja bestimmt auch, keine Ahnung, 18 Jahre, damit sie volljährig sind oder so. So. Was haben wir hier? Over there, that way. Okay, da die Frage. Was nehmen wir? Mit Sicherheit egal, oder? Weil die krummen Baum werden wir sowieso nicht so leicht finden, oder? Was war das? Nichts! Wenn das mal nicht Nora. Oh, wollte ich drücken. Hallo! Das gefällt mir nicht, der mir auch nicht. Rebellion. So. Rebellion. Dann sind wir nichts weiter. Nur Sumpfkratler. Aber wo zum Teufel soll dieser krumme Baum sein? Das ist mir ein Rätsel. Ein krummer Baum, wie auf der Karte. Okay. Der baufällige Turm sollte dann auch nicht weit sein. Warte mal, was haben wir denn hier? Wir haben noch eine Plattform. So, warte mal. Moment, Entschuldigung, Entschuldigung. Oh, verdammt. Was ist das? Warte mal, da gehen wir erstmal kurz hier hoch, weil da habe ich nämlich noch eine Landeplattform gesehen. Achso, und in Truhe natürlich noch. Die habe ich auch gesehen. Da gehen wir nochmal kurz hier runter. Achso, da kann ich einfach nur suchen. Ach so, ich dachte, das wäre jetzt irgendwie ein Gewölbe. Ja. Hui. Warum ist nichts gebrochen? Rebellion. Guck mal, gehen wir auch nochmal hier rein. Warte. Wir uns hier auch nochmal kurz zu Tode. So, wir müssen nach einem baufälligen Turm Ausschau halten. Rebellion.
Und haben noch eine Prüfung Merlins. Hallo! Schön, dass du mal vorbeikommst. Ja, kein Problem. Ich weiß, es hat ein bisschen gedauert. Aber jetzt bin ich ja da, ne? Ist ja für alle Beteiligten. Hoffentlich okay. Unverschämt. Ja. So. Tschüssi. Rebellio. Oh. Ja, und ich kümmere wir uns gleich, mein Schatzi. Upsi. Rebellio. Hallo. Ne? Oh, verdammt. Huch. Hallo. Ah! Oh Gott, was mache ich hier? Ich habe keine Ahnung. Ist er dann? Oh, in die Richtung. So, haben wir den auch erledigt. Und ein bisschen Trollpobel. Ja, der ist eh tot. Also der ist jetzt entspannter, als er jemals zuvor war. So, was haben wir hier? Das scheint mir eventuell noch wichtig zu werden. Oder wichtig zu sein. Vielleicht nicht für die jetzige Aufgabe, aber vielleicht für eine zukünftige. So, was haben wir denn hier? Schönes. Lauf vermisst Gewölbe ohne. Ohne Teufelsschlingen. Ah, sehr schön. Genauso muss das sein. Naja, wie gesagt, man hätte nicht so viele Gewölbe in die Welt platzieren müssen. Ah, hätten es schon getan, aber dafür wäre ein bisschen komplexer mit irgendwelchen Rätseln. Anstatt halt diesen schlauchförmigen Weg zu wählen. So. Wir hatten wir doch hier irgendwie irgendwo genau noch eine Prüfung Merlins. Rebellion. Hier mit dem baufälligen Turm. Was hast du diesmal für mich auf Lager? Der baufällige Turm. Der markierte Ort müsste jetzt südlich von hier liegen. Ja, die Frage. Die sahen auch schon mal besser aus. Konflingo! Okay, das kriege ich hin. Okay. Fuck. Okay. Ach so. Okay. Rebellio. Ich denke, ich habe jetzt Stelle. Contringo. Nee, warte mal, verdammt. Confringo. 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 Ne, verdammt. Oder doch? Doch, ich hab's geschafft. Na, ein Glück.
Ich hatte schon Angst gehabt. So. Hier hat man jetzt alles, genau. Noch eine Truhe. Was haben wir denn hier? Nix. Warte, wir haben noch Expelliarmus. Das war... Das können wir... hier auflegen. Rebellio. Warte. Also. Guck mal, lebt das Huhn noch? Ja, okay. Ohne Mega Power Flanke zu benutzen. Vielleicht habe ich oben in der Burg mehr Glück. Ja. Niemand! Protego! Nein! Stopp! Arresten Momentum! Findus! Rebellio! So ein traurig wirkender Ort. Ich glaube, zu seiner Glanzzeit hatte der wahrscheinlich, ja. Oh nee. Eine Leiter. Die brauche ich. Ja. Ist da jemand? Hallo? Hallo? Was war das? Nein! Oh. So. Weg mit dir. Rebellion. Was haben wir denn hier? Eine Kiste. Aber wozu brauche ich denn diese Kiste? Von der anderen Seite irgendwie dorthin? Ich denke, oder? Ja. Rebellio. Macht ja auch keinen Sinn. Das ist der Ort auf der Karte. Du wirst da rum. Wo ist denn der? Im Zentrum. So. Rebellio. Sonst haben wir nichts weiter. Beziehungsweise, wir haben jetzt 33 Minuten. Da werden wir in der nächsten Folge die Ruinen von Korov betreten und dann hoffentlich den Onkel von Adelaide Oaks finden, hoffentlich lebend. Und ja, dann haben wir natürlich wieder sehr viel mit einmal aus der Karte getilgt. Also wir müssen dann halt nur noch die Sammlungstruhen abschließen und dann halt das. Und wir können mal kurz gucken, wir haben jetzt aktuell 62% fertig. Das ist doch trotzdem noch nicht allzu viel, aber immerhin mehr als die Hälfte. Und ja, in der nächsten Folge werden wir gucken, ich denke, wir werden auf jeden Fall diese Nebenquest abschließen und gucken dann einfach mal, was noch auf uns zukommt. Und ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir es in der nächsten Folge wiedersehen werden.